Jetzt kommt raus da. Ich hasse es, wenn die im Boden stecken. So. Was, ich kann nicht wieder im Boden verstecken? Hat keinen Sinn. So, er schießt mit Feuer, ich mit Eis. So, kein Problem für mich. Und der letzte Ratzefatze freigeschalten. Das geht ja Ratzefatze hier. Oh, sind noch ein paar übrig. I can handle these punks. Watch this. Der hat aufgeräumt. Whoa! You're fading away. Well, that's what happens when you put your whole being into an attack. You know what I mean? Not that nobody's actually have beings, right? Anyway, I digress. Go. Find Kyrie. Oh, almost forgot. Sorry for what I did to her. When we find her, you can tell her that yourself. Think I'll pass. My heart just wouldn't be in it, you know? I haven't got one. Axel, what were you trying to do? I wanted to see Roxas. He was the only one I liked. He made me feel like I had a heart. It's kind of funny. You make me feel the same. Kyrie's in the castle dungeon. Now go. Axel. Das war's mit Axel. Flammenfesseln. Besitzt sehr hohe Magiekraft und erhöht den Schaden, der durch feuerbasierte Attacken verursacht wird, um 20%. Das ist auch ein cooles Schwert. This leads to... come on, let's get going. The house is looking pretty empty, huh? I thought I'd get a little enjoyment watching Axel throw one last tantrum. But he went a lot quieter than I thought. Perhaps he was ready for it. Perhaps he put his existence on the line and won what he'd been longing for. Wait a minute. How would that even be possible? We don't exist, remember? What you're saying goes against the laws of nature. Then perhaps he bet his non-existence. Either way, he came out a winner. Oh, Axel. A grifter till the end. That's absurd. He won nothing, and is nothing. He couldn't stand the emptiness of being without a heart. And that led to his demise. He was foolish and weak. But... weakness has the power to awaken that which is dormant. It is clear that through his actions, however foolish they may have been, Axel has touched Sora's heart. Perhaps he will soon awaken. Yeah. Wer mag er wohl sein? Ich weiß es. Aber ich will nicht spoilern. So.
Und da wären wir jetzt in der letzten Welt. Die Welt, die niemals war. Axel said Kairi's in the dungeon. Then we better find a way to get to that castle. Gut, wir sind wieder in unserem Team. Was haben wir Neues? Ach so, das Schwert, genau. Können wir gleich mal schauen, wie die Stats sind. 4-4. Ihr habt das Schwert eigentlich liebend gern drinnen. Normalerweise. Was hat das für Fähigkeit? Aber es lohnt sich hier einfach leider nicht, weil die Schwerter selber schon so stark sind, die ich habe. Ist schade. Ich mag das Schwert von Axel eigentlich ziemlich gern. So, Ratzefatze. Lässt Sora einen nahen Gegner mit einem schnellen, nicht parierbaren Schlag angreifen. Das klingt doch mal interessant. Dann nehmen wir noch hier so einen Schlitzer weg. Die bringen mir eh nicht viel. So. Suchen wir uns jetzt noch den nächsten Speicherpunkt. Und dann würde ich sagen, war's das. Ach so. Ja, das ist mir jetzt fast ein bisschen zu früh noch. Muss noch 9 Minuten totschlagen. 8 Minuten. Ich sehe dann nur meine Stoppuhr unten. So, mittendrin abbrechen will ich nicht. Das habe ich beim letzten Mal getan. Das hat irgendwie komisch gewirkt. Habe ich einen Part mittendrin abgebrochen, beendet und dann direkt weitergemacht. So, und das hier. Achso, jetzt habe ich natürlich keine Drive-Punkte. Ist natürlich ganz so. Dieser Punkt hier. Das ist der beste Punkt, um die Weißenform zu trainieren, weil ich hier einfach unzählige von diesen kleinen, ganz normalen Herzlosen kommen. Und da kann man einfach so gut das trainieren, weil die kriegt ja Punkte für jeden Herzlosen, den man erledigt. Und sonst kriegt man überall nur die starken Herzlosen, aber hier kann man einfach richtig loslegen. Auch wenn die Form selber leider nicht so stark ist, wie ich es gern hätte. Hier kommen einfach die ganze Zeit neue. So, noch ein bisschen mit den Blitzen reinhauen. Ich werde jetzt natürlich nicht jeden erledigen, weil das hört wirklich teilweise gar nicht mehr auf, hat man das Gefühl. Zumindest war das früher so, ich weiß nicht, ob sie es im Remake verbessert haben. Scheinen sie ein bisschen verbessert zu haben. Auf jeden Fall kann man hier gut trainieren. So ein bisschen raufleveln will ich die weißen Form früher oder später schon. Weil nämlich die Fähigkeit, die man von der weißen Form kriegt, eigentlich ziemlich praktisch ist, vor allem wenn man schnell irgendwo durch ein Level durchrasen will. Ja genau, spielt. Leck nur ein bisschen rum. Da. Sprint Level 1. Sehr gut. Und mit dem Sprint, ich weiß gar nicht, ob man den jetzt hier zeigen kann. Ja genau. Und sprintet man so ein bisschen vorwärts. Wie so Rollschuh fahren ein bisschen. Vorwärts. Kommt man gut vorwärts. Jetzt habe ich ein paar Mal vorwärts gesagt, oder? Ja. Hier mit der Magie kann man ja ordentlich die Gegner auch fertig machen. Gerade mit den Blitzen sind nur noch welche. Okay, passt. So, warte mal, da können wir direkt reintun. Packen wir den wieder raus. Sprint Level 1. So. Später mit Sprint Level 3 oder so geht man da halt richtig ab, kann man sagen. Dickschädel. Oh, der ist gut, der ist gut. Man behält auch 1 HP, auch wenn einem fataler Schaden durch eine Combo zugefügt wurde. Das ist gerade bei einem Bosskämpfen sowas von wichtig. Das hält einem einfach oft am Leben, wenn man eigentlich sterben würde. So, nervt nicht.
Da haben wir schon coole Attacken drauf, muss ich sagen. Die ganzen Fähigkeiten, die wir jetzt in den letzten paar Leveln bekommen haben. Geht das richtig ab? So, da noch eine Kiste. Oh, noch ein Orakalkum. Mit dem Blitz geht das einfach am besten. Eine weiße Form macht mir, glaube ich, nochmal so viel Schaden mit Zaubern wie in der normalen Form. Deswegen ist es ja gerade so cool. So. Wir erledigen alle. Hab zwar die weißen Formen jetzt schon wieder, aber ich spaß mir jetzt gerade mal. Muss ja nicht die ganze Zeit sein. Wenn wir uns die Form auch Punkte auch ein bisschen aufsparen für ein paar andere Gegner. Auch wenn man es im Nachhinein immer bereut, weil dann auf einmal wieder 10.000 von den Gegnern kommen. Ja, ist das sogar fast gelohnt, oder? So wie wir gerade kommen von den kleinen Schattenluchen. Oh, danke. Alter! Hört auf! Boah, hört er gar nicht mehr auf. So, weiter geht's. Ich glaube, ich muss sogar noch einen Part machen. Es geht sich jetzt zeitlich nicht mehr aus, weil jetzt kommt noch ein Kampf, den ich nicht vermeiden kann. Donald! Goofy! Huh? Wer könnte das bloß sein mit dem Schlüsselschwert? Sogar mit zwei? Das ist ja voll unfair! Und ich kann in keine Form gehen gerade. Ah! Oh. Nein. Okay, ich kann in die Limitform gehen, aber die lohnt sich jetzt auch nicht großartig. Alter! Nerv nicht! Du kleiner Mistkerl! Upp. Ja, genau, wieso? Alter! Der macht mich ja fertig! So, mal kurz heilen mit der Limitform. So, Limitklatsche. Ah, was haben wir noch? Amok Arcana. Hat sich voll gelohnt. Wupp. Wupp, wupp, wupp. Ah, fuck, fuck, fuck. Alter. Wuhu. Alter. So, jetzt komm her. Alter! Der räumt mich ja komplett ab. So, jetzt muss ich mal ein bisschen was landen. Nein! Ah, fuck! Wupp! Okay. Das war jetzt in letzter Sekunde geheilt. Komm, das schaffen wir, das schaffen wir. Kann ich den da überhaupt schlagen? Nein, natürlich nicht. Ja, klar, klar! Vollkommen legitim! Nein! Mist! Ah! Alter Schwede, macht er mich fertig. Meine Fresse. Also so stark habe ich den nicht in Erinnerung. Ich glaube, den haben sie ein bisschen hochgepatcht. Ach nee, jetzt nein, nein, nein. Nein, das will ich jetzt nicht.
Willst du den ganzen Weg hier nochmal machen? Tut mir leid, aber nein. Dafür trifft sich jetzt auch mit der Zeit zu gut. Dann würde ich sagen, an der Stelle danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir den Kampf einfach nochmal probieren. Und dann werden wir ihn auch schaffen. Warte mal, ich will nur ganz kurz das nachschauen. Wie viel Elixier oder sowas haben wir denn eigentlich? Ein Elixier. Mega Äther, Mega Potion. Ja, es muss irgendwie. Muss einfach reichen. Okay. Ich würde sagen, danke fürs Zusehen nochmal und wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Bis dann, Leute. Ciao.